Warum ist es für Hochsensible so wichtig, sich gesund abzugrenzen, ist mein heutiges Thema für dich. Und ich habe wieder drei Empfehlungen mitgebracht, die im Laufe des Videos gezeigt werden. Wenn du dich im Beruf und oder in der Partnerschaft nicht richtig abgrenzt, besteht einfach die Gefahr, dass du körperlich oder mental dich komplett erschöpfst. Sieh's mal von der Seite. Hochsensible Menschen bekommen aufgrund ihrer Sensibilität mehr mit. Das bedeutet, die Nachbarin schaut auf einmal anders, traurig, der Blick ist traurig oder deine beste Freundin hat sich irgendwie verändert. Du merkst es, ja, du kannst es nicht direkt benennen. Und natürlich gehst du hin und fragst nach, Mensch, wie geht's dir? Benötigst du Hilfe, ja? Und es heißt oder es bedeutet vereinfacht, dass hochsensible Menschen sich in den Problemen anderer eher vertiefen, aber manchmal auch verlieren darin. Du sollst jetzt nicht ab morgen stupid, stur an den Problemen deiner Mitmenschen vorbeigehen. Nein, mit Sicherheit nicht. Ich möchte dich nur darauf aufmerksam machen, dass diese Fürsorge, dieses Gucken nach anderen, dass das auch für dich selber gilt. Ja, wenn ich für andere sehr fürsorglich bin, liebevoll bin, schaue, wie es ihnen geht, dann sollte ich das auch für mich selber praktizieren. Das ist alles. Und ich habe drei Methoden, drei Empfehlungen wieder mit dabei. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, hochsensibel und seit über 20 Jahren alkohol- und drogenfrei. Und auf meinem Kanal geht es um intuitives Malen für mehr Selbstbewusstsein im Alltag. Ja, und da sind wir schon bei der ersten Empfehlung. Erkenne deine Grenzen. Ja, zuerst musst du verstehen, was überhaupt deine persönlichen Grenzen sind. Also die können natürlich einerseits physisch sein, emotional oder auch mental. Das heißt, reflektiere so häufig wie möglich, welche Situationen dich überfordern, welche Situationen dir besonders gut tun. Ja? Wo musst du im Äußeren eine Grenze ziehen? Wo solltest du im Inneren, also dich, begrenzen? Ist ja genauso wichtig. Und auch da empfehle ich natürlich immer wieder, schreibe dir die wichtigsten Dinge auf, schreib in dein Tagebuch. Grenzen müssen nicht immer hart und kalt sein oder direkt. Die können auch weich und liebevoll sein. Achte mal darauf. Ja, und da kommen wir schon zur zweiten Empfehlung. Setze Prioritäten. Du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Gerade als hochsensible Persönlichkeit benötigst du eh mehr Zeit als andere, um zu dir zu kommen, um gut für dich zu sorgen, um ja die Erlebnisse des Tages zu verarbeiten. Und zu viele Termine, zu viele Dates, zu viele, ja, sagen wir, auch im privaten Bereich, Treffen überfordern oftmals uns Hochsensible. Also wähle bewusst aus, was dir am Herzen liegt. Du suchst nach einfachen Methoden, um dich im Alltag abzugrenzen? Dann hol dir gerne mein Gratis-Workbook. Die Verlinkung dazu ist unten in der Beschreibung. Ja, und was auch deiner Energie dient. Alles andere kann getrost warten. Ja, und dann sind wir bei der dritten Empfehlung. Nicht auf alles reagieren. Das bedeutet, übe oder lerne, bevor du
reagierst. Oder achte mal darauf, wann du reagierst und agierst. Wir neigen dazu, auf jeden äußeren Impuls zu reagieren. Ja? Und in meinen Coachings und auch in den Sitzungen üben wir immer wieder erstmal mir die Frage zu stellen, will ich darauf überhaupt reagieren? Muss ich darauf überhaupt reagieren? Weil das ist tatsächlich eine der Kernschwierigkeiten von Hochsensiblen, nämlich dass Menschen, die sehr empathisch sind und viel mitbekommen, dazu neigen, auf jeden äußeren Reiz, Impuls von außen zu reagieren. Und du musst nicht reagieren. Entscheide, will ich darauf jetzt reagieren? Bestes Beispiel, Kindergeschrei. Also für mich ist manchmal laute Kinder, oh, das zerrt tatsächlich an meinem Nervenkostüm. Und vor 2-3 Jahren begann ich mal mit der Übung, dass ich mich fragte, muss ich da jetzt darauf reagieren? Will ich darauf überhaupt reagieren? Klar, das erfordert schon eine gewisse Übung, ja. Man kann das auch erstmal üben mit Ohrstöpseln. Man geht in eine Umgebung, die ein bisschen lauter ist und übt sich mal darin, zu agieren und nicht zu reagieren. Und es ist, wenn man da mal ein bisschen Übung hat, glaubt mir, es befreit ungemein. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich über Workshops, Seminare oder eine mögliche Zusammenarbeit mit mir. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen und ich würde sagen, bis nächste Woche. Pfiat dich!